Herzlich willkommen zurück zu Battleblock Theater. Wir sind hier schon im Krankenhaus, würde ich gerade sagen, im Theater, bei Level 1.4 angelangt und haben auch schon ein paar Gefangene befreit und gucken jetzt mal einfach, wie es weitergeht. Und ja, mal schauen, wie blöd ich mich dann alleine anstelle und wie die diese Level umgebaut haben. Genau, mit 3 Smaragden öffnet sich immer noch der Ausgang. Da hat sich nichts geändert. Und das ist schon mal interessant. Wie soll ich denn da alleine hochkommen? Kann ich mir da irgendwie eine Katze holen? Oder? Ne, hier ist zum Beispiel. Hier kann man sich hoch teleportieren und dann hier auch wieder runter. Okay. Es ist wirklich interessant, wie das Ganze alleine funktionieren soll. So, da ist es. Dann komme ich hier vielleicht hoch und weiß nur nicht, okay, aua, was das bringt. In your face! In your face. Okay, und hier vor allem, kann ich mir da irgendwas zu... Die bewegen sich nicht, ne? Also ich, klar, ich kann halt runtergehen und einfach mich sterben lassen, aber ich weiß nicht, wie ich sonst hier wieder rauskommen würde, wenn ich mich, wenn ich hier nicht sterbe. Komisch. Keine Ahnung, wie man das alleine machen soll. Ohne zu sterben, also. Mit Sterben ist ja kein Problem, aber ohne zu sterben. So, hier muss ich mich wohl hochschießen. Was interessant ist, dass das bis dahinter geht. Ist da irgendwas versteckt? Nee, gar nicht. So, hier ist was. Double Jump. Hier ist unsichtbar. Seht ihr das? Also, das heißt unsichtbar. Der Block ist da, aber eigentlich ist der Block nicht solide. Nicht fest. Wie nennt sich denn das auf Deutsch? Der ist ja nicht unsichtbar, sondern mir fällt es nicht ein. Hier weiß ich nicht so ganz, was es bringt. Warum kann ich die kaputt machen? Ich brauche es ja eigentlich, um da hochzukommen. Das ist wahrscheinlich irgendwie der Witz daran. So, jetzt hat das Ganze hier geblinkt, oder? Eigentlich heißt das, dass ich alle habe. Gibt es nur 4 Stück in dem? Nee, es hat nur so gefunkelt. Das stimmt nicht so ganz. Okay. 5. Nein. Nein. Oh, damit. Entschuldigung. Ich wollte nicht fluchen. Da oben ist was. Wir können uns nämlich durch die Gegend schießen. Das hier ist zum Beispiel lustig. Das können wir hier von hier aus dazu bringen, dass es anfängt, runterzuschießen. Ach, da war wieder einer, der versteckt ist. Ja, ja, du willst mir wieder Böses, ne? Der tut immer so, als würde... Also manche sind ja lieb, ne? Und manche sind böse. Also... Die tun dann so, als würden sie uns einen Kuss geben wollen oder sowas. Nicht mich runterschmeißen. Nicht mich runterschmeißen. Geh weg! Also die sind ja schon süß, ne? Wenn sie einem dann... Sie wollen einen mit einem kuscheln oder irgendwas. Aber auch nicht immer. So, jetzt. Auf der anderen Seite wollen sie uns ja einsperren und nicht rauslassen. Und uns nie wieder nach Hause kommen lassen. Ich weiß es nicht genau. Also die Story ist komisch. Immer noch, ne? Almost an A+. Fast A+. Das ändert sich einfach nicht. Wo sind wir denn jetzt? Ach, ich kann unten was machen. So, das ist jetzt mit Wind. Da hatten wir einen Ventilator. Der war vorher eingebaut. Und jetzt haben wir ihn da aufgemacht. Und dann mal gucken. Ja. Da kann ich mich dann seitlich schießen lassen. Es kann einfach sein, dass die... Gut, das ist jetzt erstes Kapitel. Das ist deswegen ziemlich einfach. Es kann aber auch einfach sein, dass die Singleplayer-Level für eine Person ziemlich einfach sind und deswegen vielleicht ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht. Wir versuchen das Ganze mal mit Anlauf. Mit Anlauf und Double Jump. Ja, geht doch. Und ich finde spaßig, dass wir wirklich die ganze Zeit mit unserem Cup da in der Gegend rumlaufen. Wäre denn da sonst noch irgendwas gewesen? Vor allem, warum... Irgendwas muss da möglich sein, was ich noch nicht verstanden habe. Mit diesen Bällen. Warum? Weiß ich nicht so ganz. Irgendwas kommt da noch.
Da hätte doch auch was sein müssen hier oben. Seht ihr, was ich meine? Wieso kann ich da Anlauf nehmen? Wahrscheinlich, weil ich da rüberspringen kann. So, Boot holen wir uns her. Also da ist auf der einen Seite natürlich hier die Möglichkeit, mit dem Boot hier das zu holen. Wartet mal, wir haben was anderes nicht ausprobiert. Es kann sein, dass wir hier ein Gem drin haben. Dass da was versteckt ist. Nein. Vielleicht auch hier. Ich suche halt wieder nach den versteckten Gems. Und hier unten müssen wir irgendwo einen... An der Wand kann man einfach runterrutschen und dann springen. Ach, hier ist er. Zack. Okay, das haben wir. Wir versuchen unsichtbare... Also irgendwie... Nee, nicht unsichtbar. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Was heißt das denn? Unsolide. Aua, geh weg. Geh weg, du Eumel. Geh weg. Geh weg. Kann mir mal jemand sagen, wie die Katzen sich da unten verhalten? Ach nee, da kann ich einfach hin. Den letzten kann man einfach so holen. Ich wusste noch nicht, ob man den holen kann oder ob da irgendwas Gefährliches ist. Ist aber gar nicht. So. Guckt mal, da müssen wir mit der Katze arbeiten, dann geht das. Ja, wie kommen wir denn zu dem? Da heißt, wir müssen über den Ausgang drüber. Es kann sein, dass da unten noch irgendwas ist. Vielleicht auch nicht. Nee, da ist nur Wasser. Na toll. Was? Von hier oben muss ich wieder? Na gut. Sonst hätten wir eigentlich schon zum Ausgang raus können, denn man muss einfach nur über den Ausgang drüber. Hallo, mein kleines Blütlein, komm zu mir. Hopp. So, was haben wir gesagt? Über den Ausgang drüber. Da wollen wir nicht raus. So, jetzt sind die zwei Eumel da, die uns dann hier durch die Gegend schmeißen wollen. Eigentlich hat man gesagt, wir brauchen ihn, ne? Ne, wir können hier lang gehen. Nein, nein, der Double Jump hat nicht funktioniert. Geh weg. Geh weg. Die sind so süß, wenn die sich da... Ach, die schmeißen mich durch die Gegend. Ich glaube, ich muss echt viel mehr mit Katzen arbeiten. Hier ist wahrscheinlich durchsichtig. Und zwar nicht hier, sondern da. Zack. Und wir haben auch noch den letzten erwischt. Wie putzig. Also, sie sind schon süß, die Katzen. Aber später werden sie halt immer nerviger. Die wollen uns nämlich ins Wasser schubsen. Und schmeißen halt Bälle nach uns. Da kann er sich nicht beschweren. Und wir wissen jetzt, dass der Erzähler eigentlich nicht der Hetty ist. Das haben wir nämlich am Anfang gedacht, Fabo und ich. Beziehungsweise das ganze Spiel über haben wir gedacht, dass das Hetty ist. Aber man hat gerade eben ganz am Anfang jetzt hier in der Cutscene, die wir vorhin gesehen hatten, da hat der Erzähler gesagt, guck mal, da ist Hetty. Und ja, wäre komisch, wenn der Erzähler Hetty wäre und dann von sich selber sagen würde, guck mal, da ist Hetty. Also... Ich spreche auch immer von mir in der dritten Person. Guck mal, da ist Sili. Das wäre schon sehr komisch. Wir arbeiten ziemlich viel mit Eis im Moment. Das ist ungewohnt. Ja, hier müssen wir, glaube ich, so schnell wie möglich einfach sein. Nein! Und höher springen. Okay, und ständig irgendwie alles fünfmal machen. Ach, guck mal, Leute. Später kommt man hier... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, später kommt man hier raus. Aber das war nur, um das Schiff zu holen. Was wir jetzt schon nicht mehr unbedingt neu holen müssen. Hier könnte auch was sein, dass da was ist. Nö. Muss ich jetzt nochmal da runter? Nee. Da könnte aber noch hier irgendwas versteckt sein. Ich suche immer nach versteckten Sachen und ich muss einfach nur dran denken, dass wir noch ziemlich am Anfang sind und ja, der Ausgang ist jetzt schon offen. Ich müsste auch, glaube ich, ein bisschen mehr danach suchen. Man kann Schiffe auch schieben, wie ihr gerade seht. Ich muss einfach, glaube ich, ein bisschen mehr auch nach den Sachen suchen, wie... Hier kann ich, glaube ich, die Katze umbringen. Es ist zwar gemein, aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, um hier rüber zu kommen. Genau. Ich muss alle Steuerungen, muss ich mir mal merken. Steuerblöcke und sowas. Warum wollen wir da hin? Hui, was ist da oben? Okay, weil es uns hier zu dem Teleporter gebracht hat. Ja, es gibt zum Beispiel irgendeinen Hotkey, den man drücken muss, um zu zoomen, damit ich dann das ganze Level sehen kann und ein bisschen rauszoomen kann und so.
um rauszufinden, wo bestimmte Sachen sind. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum das hier ist. Aber es ist wahrscheinlich nur, dass die Decke interessanter ist oder was. Keine Ahnung. Wir haben aber noch nicht alle. Seht ihr, da hinten ist noch was. Tada. Jetzt haben wir alle. Also mein Ziel wird sein, im Singleplayer trotzdem alle Diamanten eines Levels zu sammeln und wenn es geht auch das World Crawl. Das werde ich mir jetzt als Ziel setzen. Time Trials vielleicht, wenn mir dann noch langweilig ist, einfach so mal das Ganze vielleicht streamen und dann versuchen, da Time Trials zu machen oder so, aber ich weiß nicht so ganz. Hier hatten wir das auch mal entdeckt und haben dann gesehen, dass wir da hoch können, aber ich glaube nicht, dass da oben irgendwas ist. So. Ja, jetzt sind wir ein Stockwerk höher. Wir könnten ein paar Viecher freilassen. Sollen wir immer nach 3 Stück ein Viech freilassen? Das können wir natürlich machen. Also ein Viech, einen Gefangenen meine ich natürlich. Das ist das Finale und das sind 3 Time Trials. Also wenn ihr wollt, lassen wir hier mal schnell jemanden frei. Oder wir machen das... Ja doch, nach 3 Stück jeweils. Das ist doch ganz nett. Gucken wir mal, wen wir jetzt alles freilassen dürfen. Ach, guck mal, aber wir haben nur 29. Dann dürfen wir ja nur... einen freilassen, das ist ein bisschen langweilig. Also machen wir noch ein paar mehr Gems und dann am Ende der Folge werden wir immer jemanden freilassen. Das ist doch eigentlich ganz schön, glaube ich. Denke ich zumindest. Bilde ich mir jetzt einfach ein. Zack. Die sind ja bis jetzt noch ziemlich einfach, die Level. Oh, übrigens. Das haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir das rausgefunden haben. Dieser komische Fliegekäfer da, oder was das ist. Sieht aus wie so ein fliegender Shrimps. Der sagt uns, dass in diesem Level irgendwo ein geheimer Ausgang zu einem anderen Bonus-Level ist. Man muss ihn nur finden. Und das bedeutet eigentlich, dass der nicht so weit weg ist. Ich weiß nur nicht wo. Also zum einen haben wir jetzt dieses Ding hier. Aber das ist nicht das, was es damit auf sich hat, sondern es gibt einfach irgendwo die Möglichkeit, wahrscheinlich hier sowas. Hier. Das war's. Genau, Secret. Und das läuft auf Zeit normalerweise. Hier, und da müssen wir Gems dann sammeln. Und dann haben wir halt bestimmte Zeit, um Gems zu kriegen und das Level zu erfüllen, glaube ich. Ich glaube, es ist ja eher nicht ins Wasser fallen. Ich glaube, wenn wir sterben, ist auch vorbei. Nee, doch nicht. Ob wir es noch schaffen? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich sehe gerade keine Zeit, die da läuft. Haben wir gar keine Zeit? Limit? Fenster? Das wäre ja neu. Später ist das vielleicht erst ein Time Trial. Ich glaube, wir haben alle. Und können halt hier noch zusätzlich Sachen finden. Müssen aber dann immer den Dings neu machen. Wie heißt das denn? Das eigentliche... Ui, wir haben es in der Zeit geschafft. A++, der Hammer. Und haben anscheinend für A++ nochmal 2 zusätzliche Gems gekriegt. Das ist ja auch gut zu wissen. Wir müssten aber dieses Level eigentlich neu machen. Wir hatten jetzt zwar hier diesen Bonus-Level da geschafft... haben aber eigentlich dieses Level nicht wirklich offiziell abgeschlossen. Wir sind halt nicht zum richtigen Ausgang raus. Haben also nicht alle Diamanten gesammelt, die man hätte sammeln können. Das ist eigentlich so der Hintergrund hier dazu. Es gibt nämlich einen ganz normalen Ausgang da oben auch. Und wir probieren es doch jetzt mal einfach, den ganz normalen Ausgang lang zu gehen. Kann man auch hier durchfallen? Nee. So, gucken wir mal, was hier passiert. Hier noch irgendwas? Nix. Also es gibt den ganz normalen Ausgang, wenn man eben den Eingang zum Geheimgang, zum Bonuslevel nicht findet. Oh. Dann kann man auch ganz normal hier rausgehen. Wäre denn da jetzt oben noch irgendwas gewesen? Warum war der da? Ne, der war nur da, um zu nerven. Sorry. Ach komm. Ich schaff's gerade nicht. Ich hab's gerade einmal geschafft. Das Dumme ist, ich muss halt dieses Ding da aktivieren und dann wieder zurück und schnell genug sein, um dann da rauszukommen. So. So, das ist wieder so ein Scheibenkleister. So ein Jetpack, wollte ich sagen. Lauf!
flieg, flieg, flieg. Ach, komm, der fliegt immer um die Ecke. Ich muss ihn einfach, ich darf ihn erst aktivieren, wenn kein Laser da ist. Ich glaube, das ist besser. So, jetzt passt auf. Wir warten, dass der Laser weg ist und dann aktivieren wir ihn. Ah, guck mal, super. Vielleicht bis richtig oben. Man hat nämlich nicht, man kann ihn nicht so unendlich viel benutzen, sondern nur eine bestimmte Anzahl an Sprüngen und dann ist er leider schon verbraucht. Kann ich da oben noch lang? Ja, zum Wollknäuel. Okay. Und geht's hier wieder irgendwo raus? Ne, nur hier. So, dann können wir uns hier festhalten und ich denke mal darüber springen. Und das ist ein Dieb. Den muss man, glaube ich, platt machen. Der klaut mir nämlich sonst, glaube ich, meine... Mist, ich muss meine Waffe ändern. Na toll. So, der klaut nämlich einen von den Diamanten und wenn man den Dieb nicht erwischt, dann kriegt man nicht alle Diamanten des Levels. Das Blöde ist, ihr habt ja gerade gesehen, der lässt den Diamant dann da los, wo er stirbt. Und wenn man Pech hat, ist es halt eine Stelle, an der man sich umbringen muss. Sonst kommt man da nicht hin. Juhu! Wir haben also auch das geschafft. Ob wir es noch bis zum Finale schaffen, ich bezweifle es. Das werden wir dann, glaube ich, im nächsten Level, in der nächsten Folge machen. Im nächsten Level, was ein Schwachsinn. Aber mein Ziel ist es oft eigentlich schon, dass wir alle Köpfe kriegen. Mich würde nämlich schon alle Köpfe interessieren. Oh oh, das ist jetzt geht's los. Die Katzen, ne, die blöde Boomerangs schmeißen. Wie soll man denn da rüberkommen? Da ist kein Schiff. Hallo, Schiff. Muss ich auf den Boomerang springen? Ah nee, wir müssen einfach da lang. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ist da was? Nix. Ah, wartet mal, da ist ein Schiff. Geh weg. Ja, außer mal mit dem... Entschuldige Katze, es tut mir leid. Wartet kurz. Hier, jetzt haben wir das Schiff runterspringen lassen, runterfallen und jetzt können wir uns ein Schiff holen. Die Katzen sind eigentlich ganz lieb, aber die kotzen halt hier Boomerangs und andere komische Dinge. Das muss man halt nicht verstehen. Was ich gerade gucken möchte, ist, ob da oben was ist. Da ist aber nichts. Aua. Das ist auch gemein, weil mich dann hier oben diese Lavablöcke ins Wasser schmeißen können. Das ist eigentlich ganz nett, das blockiert hier. So, das ist nicht nett. Das möchte einen nämlich hier umbringen. So, das haben wir geschafft. Ich denke aber fast, dass da hinten sich was versteckt. Nee, 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 da nicht. Schwein gehabt. So, wo muss man dann hin? Da könnte irgendwas sein. Nix. Wenn man läuft übrigens, ach, das wollte ich euch jetzt mal schnell zeigen hier. Wenn man über Eis rennt, ganz schnell läuft, dann kann man über so, wie soll das denn funktionieren? Was, wo bin ich reingefallen? Ach, Mist. Dann kann man über so Löcher drüber laufen. Ich glaube, hier muss ich irgendwie da lang, oder? Und dann schneller laufen, als ich hier untergehe. Das ist ein Schwachsinn, aber wir haben es bekommen. Ich habe nicht ganz verstanden, wie es hätte funktionieren sollen, ohne zu sterben. Keine Ahnung. Ui, 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 ich muss da hoch. Mit Double Jump geht das sogar. Was ist das denn? Da wird man von oben und von unten angeschossen. Das ist auch nochmal eins, was da versteckt ist. Wie komme ich denn da wieder raus? Ah, hier. Sorry. Moment. Was? Ich kapiere gerade nicht so ganz, wie ich da rauskomme. So. Nein. Was? Da brennt doch gar nichts. Da ist doch... Wieso springe ich denn da? Ach, Mist. Ach, komm. Was ich eigentlich machen wollte, war, ich wollte eigentlich nur... Hier. Den Checkpoint aktivieren, damit wir eben nicht da unten sterben. Aber da habe ich mich anscheinend zu blöd angestellt. So, zack. Und wir lassen uns noch darüber katapultieren. Nee, das pultiert uns wieder zurück, oder? Ich frage mich gerade, ob wir mit einem Double Jump, ja, hier rüberkommen. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nichts. Da vielleicht?
auch nicht. Da, hier, dort. Warum kann ich hier wieder nach oben? Weiß keiner. Wie viele fehlen uns noch? Es fehlen schon noch einige. Da hinten ist noch was. Uns fehlen aber noch zwei, glaube ich. Nee, wir haben alle. 6 Stück diesmal. 6 Stück und ich glaube, dann reicht für diese Folge, oder? Sollen wir noch ein bisschen weiterspielen? Nee, ich glaube, das reicht und dann machen wir nämlich, das ist auch wieder ein A, machen wir in der nächsten Folge dann Nummer 9 und vielleicht die Time Trials. Die können wir uns ja mal daran versuchen. Oder sollen wir den noch schnell mitnehmen und dann machen wir im nächsten das Finale. Probieren wir es aus. Wie, da kommt man später hier runtergefallen wahrscheinlich. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier oben. Wie komme ich denn da rein? Mit dem Schiff. Also wir holen uns erstmal das Schiff. Dass ich dann rüberschieben kann, ne? Brauchen sie ja wahrscheinlich hier. Dann kann ich von da hinten, oder? Ja, das funktioniert doch ganz gut. Springen, kleine Kätzchen. Also es... Ich bin ja keine Katze, aber ich habe eine Katze auf dem Kopf, also fühle ich mich wie eine halbe Katze. Und da ist er wieder, unser Eumel. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte auf ihn schießen eigentlich. Nein! Jetzt bin ich draufgegangen. Du blödes Viech, du. Jetzt wieder ist die falsche Waffe. Ich brauche nämlich eine Waffe, die ihn umbringen kann. Er will die gerade nicht hergeben. So, jetzt hat es funktioniert. Also, wir haben unseren Smaragd, den er uns klauen wollte. Und wo geht's da jetzt hin? Mal schauen. Hier können wir irgendwie da oben lang. Uns durch die Gegend katapultieren. Haben wir irgendwie unten schon was übersehen? Hat das jemand mitbekommen? Ich nicht. Wir können das hier ins Wasser schieben. Und damit ein bisschen dagegen rumfahren. Zum Zweiten ist das lustig, dann fährt man nämlich doppelt so schnell. Hier weiß ich, dass wir uns eigentlich nach oben schießen. Ja, genau. Wir können uns nach oben schießen, doch so. Ja, oh. Das, ja, war nicht so gut. Oh. Und dieser Hut ist 10 Smaragde wert. Und er erscheint irgendwo im Level. Wir wissen nur nicht, wo. Das heißt, wir versuchen jetzt... Oh, 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 oh. Wir haben nur eine Chance für dieses Ding. Wir versuchen jetzt, diesen Hut zu erwischen. Aber ich weiß nicht, wo er aufgetaucht ist. Das haben wir nämlich noch nicht gesehen. Hat irgendjemand schon den Hut gesehen? Nee, ne? Doch, da ist er. Das Dumme ist, man darf mit dem Hut nicht sterben. Also man darf nicht so sterben, dass der Hut ins Wasser fällt, weil er sonst weg ist. Wartet mal. Okay, so ist er nicht weg. Nur ich bin weg. Wir könnten versuchen, die blöde Katze umzubringen, aber... Dumme Katze, geh weg! So, das hat funktioniert. Wir haben den Hut dabei. Ich weiß nur nicht, ob jetzt hier noch irgendwo... War das schon der letzte? Nee, einer fehlt uns immer noch, ne? Ach, wir haben das Wollknäuel nicht! Wir können den Hut so lange an den Eingang schmeißen. Das funktioniert übrigens. Das war, Es gibt einen Knopf, mit dem man Selbstmord begehen kann. Mit diesem Knopf kann man auch den Hut loswerden. Sonst nicht. So, uns fehlt noch das Wollknäuel. Wie kommen wir ans Wollknäuel? Hat jemand das Wollknäuel gesehen? Wir können hier nochmal hochspringen und gucken, ob das da ist. Nicht, ne? Kein Wollknäuel. Unten lang sind wir, ne? Sind wir oben schon lang? Probieren wir hier mal lang zu kommen. Hier waren wir noch nicht. Oh, natürlich rutsche ich drüber. Das ist Blödsinn. Bin ich nochmal hier oben. Muss ich mir nochmal das Schiff zurückholen. Und ja, die Folge ist schon ein bisschen länger. Ich überlege gerade, ob wir mal halbe Stunden Folge machen sollen. Ihr könnt ja sagen, ob euch die kurzen oder die langen Folgen lieber sind. Rutsch, rutsch. So, das haben wir. Das ist sehr schön. Und jetzt... Ob da noch irgendwas anderes ist? Da ist nämlich ein Teleporter. Hier ist es, unser Wollknäuel. Na also, Leute, wir kriegen doch alles. Wir kriegen alles. Und wieder raus mit uns. Frag mich, wie schnell man sein müsste, um dieses Ding im Time Trial zu schaffen. Also für diesen Zeitbonus.
Oh, das war, ja. Gefährlich, aber egal. Und wir haben unseren Hut. Da oben ist er. Hut nehmen wir mit. Und ins Ziel. Juhu. Tada. Auch diese Szene ist abgeschlossen. Und wir haben, glaube ich, alle jetzt erwischt. Ja. Und wieder ein A. Und er spricht nicht mehr mit uns. Hetty sagt nichts mehr. Ist ja nicht Hetty. Der Erzähler sagt nichts mehr. Gut, dann werde ich mich jetzt hier verabschieden. Das waren schon wieder 9 Stück insgesamt. Es gibt nun dieses Finale eigentlich. Und es gibt diese Time Trials, die man, glaube ich, erst machen kann, wenn man das Finale geschafft hat. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen herzlichen Dank, sage ich, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.